It's time I show these clowns how to run things. All my soldiers ready, cause I'm the captain, man. Shed blood quick, we ain't afraid to kill it. Champagne in my glass. Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück. So, ich muss jetzt gerade mal gucken, wo wir sind. Wir sind da. Also, wir wollten hier nochmal ein bisschen einsammeln. Und dann haben wir das zumindest fertig. Und danach werden wir nochmal düngen. Unsere ganzen Wiesenbereiche. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, da haben wir ja schon noch eine ganze Menge an Wiese zur Verfügung, die wir auch gut nutzen können dann. Ich denke mal, wir werden auch viel Arbeit für dann die Wartezeit brauchen. Irgendwie müssen wir ja gucken, dass wir da vorankommen. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen eingesammelt. Das ist schon mal sehr schön. So, und dann bringen wir das mal auf die Schnelle wieder retour. Gucken, ob er hier auch den Berg mit hochkommt. Oh, Backe. Ja, also E-Track wird gehen. Das ist schon mal relativ sicher. Wir müssen dann nur gucken, wie wir das am besten sozusagen ja vom Geld her deichseln. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Geld. Deswegen haben wir jetzt hier noch ein bisschen Wiese gemacht. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar Euro mit einnehmen können, weil Silage bringt ja eigentlich ganz gutes Geld. Wir schauen jetzt mal schnell in die Produktion. Und da haben wir jetzt ja 16.000 Liter. Da kommt hoffentlich dann noch mal ein bisschen was dazu. 17, jawohl, das sieht gut aus. So, dann ist das zumindest erledigt. So, dann können wir da auch wieder ein paar Euro nebenbei verdienen. Schnappen wir uns den Düngestreuer. Gucken aber vorher noch mal schnell. Der hier dümpelt vor sich hin. Das hier sieht auch ganz gut aus. Jo, dann ist das okay. Werden wir uns den Düngestreuer noch mal holen. Und werden entsprechend noch mal alle Wiesen düngen. So, ganz voll machen müssen wir nicht. So, und ja, wir fangen auch direkt an hier. Das sieht auch gut aus. Vorausgesetzt, wir kommen hier auch den Berg hoch. Das sehe ich jetzt eher so ein bisschen kritisch. Ja, das ist nicht so gut. Uiuiuiuiui. Ja, der Kleine hat definitiv ein minimales Leistungsdefizit, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ich sehe schon, wir können noch viel, viel weiter rein. Helfer I hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ich ahne ja schon wieder Schlimmes. Ich ahne schon wieder Schlimmes. Gucken wir mal gerade, was da... Welcher Helfer meint, er wäre schon wieder fertig? Natürlich bist du schon wieder fertig. Warum? Du hast hier doch noch Arbeit. Immer schön weiterfahren. Immer schön weiterfahren, Freund. Wir wollen ja auch Geld für die Mission kriegen, ne? So. Gut, dann, wie gesagt, hauen wir mal hier gerade das Ganze durch. Ich sehe jetzt nicht, wo gedüngt ist, wo nicht, aber ist ja auch kein Problem. Oh, wir können hier sogar noch weiter rüberfahren. Die Arbeitsbreite ist gigantisch, ne? Das unterschätzt man immer total. Aber ich denke mal, so in Summe wird das sich dann doch nochmal richtig lohnen. Da wird einiges reinkommen. Ich glaube, oben den kleinen Bereich, weiß ich jetzt nicht, ob wir da auch nochmal drüber gehen sollen. Wir machen erstmal hier unseren Block sozusagen. Weil das ist ja auch schon mal eine ganze Menge. So 40% haben wir jetzt fertig. Es ist blöd, dass man das von der Textur her nicht mehr so schön sieht. Ne? Das war im LS19 fand ich doch angenehmer. So, einmal drehen. Fahren wir unten nochmal entlang und dann sollten wir da soweit eigentlich hier alles Wichtige fertig haben. Dann wie gesagt noch oberhalb hier an dem kleinen Stück die Wiese werden wir auch noch entsprechend düngen, dass wir da auch noch ein bisschen was reinkriegen. Und wenn man dann im Prinzip irgendwann der Steinesammler fertig ist und oder wir dann das Geld für den Waldra haben, können wir hier nochmal richtig gescheit abmähen. Im Moment macht das jetzt mit dem hier nicht wirklich viel Sinn. Aber den können wir auch nicht vom Flug spannen. Da hat er einfach zu wenig Power für. Ne? Also eigentlich schade. E-Track hat mir unheimlich gut gefallen, aber es ist jetzt dann doch nicht so wirklich das, was ich mir erhofft habe. So, mal gucken, ob man das hier so besser sieht. Ne, sieht man schlecht. Es ist schwierig zu sagen, wo gedüngt ist und wo nicht, ne? Aber gut.
Wir werden jetzt einfach mal hier einmal runter, einmal hochfahren. Dann haben wir, denke ich mal, das meiste zumindest abgedüngt. Das dürfte uns auch wieder ganz gut Geld bringen. So, und der Steinesammler wird noch eine Zeit lang brauchen. Das ist das nächste Problem. Ach, der ist so weit düngt der. Da kann ich hier sogar das Feld unten schon gleich mitdüngen. Aber das machen wir jetzt noch nicht. So, wir fahren jetzt hier noch einmal hoch und dann ist gut. Dann denke ich mal, haben wir hier den oberen Teil auch fertig. Dann unten nochmal drüber düngen. Das ist nicht mehr ganz so viel. Und dann dürften wir eigentlich erstmal, was das Düngen betrifft, soweit durch sein. Gekalkt haben wir unser Feld ja auch schon. Das ist gut. Also von dem Punkt, denke ich mal, sind wir soweit eigentlich gut dabei. Oder? Das ist jetzt gerade mal eine gute Frage. Halt, mussten wir kalken oder müssen wir kalken? Ich weiß gerade gar nicht. Benötigt Kalk? Doch, wir müssen noch kalken. Oh, Freunde, wir müssen ja noch kalken. Ha, gut, dass ich eben nochmal geguckt habe. Wir müssen tatsächlich doch kalken. Oh je. Dann haben wir ja noch eine Aufgabe für unseren kleinen E-Track. Wenn wir da nochmal ein bisschen Kalk organisieren. Und dann müssen wir da halt nochmal ran. Oh ja. Hallo, E-Track. So. So, hier kann man es erkennen jetzt. Das ist gut. Bis wo das Feld geht. Das heißt, wir brauchen nämlich auch außerhalb gar nicht zu düngen, weil das nicht gezählt wird. So sieht das gut aus. Und dann kriegen wir nämlich hier auch noch mal ein bisschen eine Ertragssteigerung rein. Wie gesagt, wenn es nicht perfekt gedüngt ist, ist ja nicht so tragisch. Also, aber das, was wir hier dann noch düngen können, sollten wir ruhig mitnehmen. Ich denke, das macht dann schon Sinn, weil der Ertrag natürlich dann doch noch mal deutlich gesteigert wird. Oh, da müssen wir kalken, Freunde. Wuhu. Gut, dann werden wir das machen. So, dann fahren wir jetzt nochmal zum Kalken. Das heißt, bam, 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 bam. Dünger müssen wir erstmal ablegen. Wo machen wir das am besten? Ich würde sagen, hier drüben. So, es sind ja nur noch zwei Behälter gewesen, das ist gut. Machen wir gleich die Abdeckung auf, bevor ich es wieder vergesse. So, Saatgut, Dünger. Dünger. Saatgut, Pflanzenschutz haben wir hier oben gar nicht. Stimmt, wir haben ja gesagt, wir fahren unten hin. Da haben wir ja die Kalke. Ach, das mit den Displays war halt doch schon deutlich angenehmer. Aber die drei Silos werden ja auch verschwinden, wenn wir dann unsere Produktion haben. Dann können wir da auch ein bisschen mehr machen und sind da deutlich besser unterwegs, weil wir ja auch, wie gesagt, dann unser eigenes Zeug produzieren können und haben dann auch ein bisschen besseren Überblick und sparen natürlich auch einen Haufen Kosten, ne? Das ist dann schon noch mal ein kleiner Unterschied. So, dann einmal hier bitte voll machen. Weil da werden wir eine Menge Kalk brauchen, befürchte ich. So, kannst du. Sag mir nicht, der kann kein Kalk. Nein. Der Düngestreuer kann kein Kalk, oder? Ach, oh nee, bitte nicht. Nein, der kann natürlich kein Kalk. Oh, wir brauchen einen Düngestreuer. Och nö, jetzt kommt das auch noch dazwischen. Ich sage ja, wir kommen hier nicht in die Puschen. Irgendwie ist das total für die Füße. Schwieriger Anfang. So, wo sind wir denn da? Saattechnik, Scheibenecken, Einzelkorn, Düngestreuer. So, und der Kleine kann es natürlich nicht. Der hier könnte es aber. Der hat 12 bis 18 Meter, ja. Der hätte auch 42 Meter. Aber ich glaube, der Breda reicht uns doch aus, ne? Mit dem sind wir doch eigentlich ganz gut gefahren. 45.000 ist die Frage, ob wir das so hinkriegen. Also jedenfalls können wir den Düngestreuer dann erstmal gleich verkaufen. Da steht ein Reh auf der Straße. Reh, gehst du? Also unglaublich. So, also der bringt uns dann erstmal nichts mehr. Das heißt, wir müssten irgendwie gucken, dass wir an den Bredal kommen. Oh, Backe. Ja, da habe ich jetzt am Anfang gar nicht drauf geachtet. Ich war nur so geil auf Arbeitsbreite und habe gedacht, boah, geil, 42 Meter, juhu, cool, alles ganz schnell. Und eigentlich war es überhaupt nicht sinnvoll. Aber gut, ah, hier haben wir auch noch ein Hängerchen stehen. Das gucken wir mal, aber das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. So, schauen wir mal, was kriegen wir für dich noch?
Neu lackieren, 2.000 €. Nee. Den verkaufen wir. Warte mal, konfigurieren. Was können wir da konfigurieren? Gar nichts. Lol. Verkaufen. Komm, weg damit. So, jetzt haben wir 41 und der andere kostet 45. Na klar. Ist ja so klar, ne? So, der kommt voran, der braucht. Wäre natürlich jetzt höchstens die Frage mit der Produktion. 4.500 haben wir. Das wären nochmal 3.000 €. Das wären nochmal 3.000 €. Andere Überlegung ist dieses Mähwerk, was wir da haben. Das war ja auch nicht so das Beste, ne? Was haben wir uns denn dafür eins geholt? 3,1 Meter. 3,1 Meter ist die Frage, ob wir da dann nicht auch ein besseres Mähwerk uns holen würden. 3,1, das ist der hier. Glaube ich. Das ist auch, ja, das ist das von Kuhn. Ein anderes Mähwerk, aber die kosten alle mehr. Das ist das billigste Mähwerk überhaupt. Ja, die anderen bringen uns nichts. Nee, dazu sparen wäre jetzt der falsche Weg. Das ist doof. Hier, das wird noch einen Moment dauern. Aber es könnte vielleicht gleich reichen, wenn wir entsprechend die Silage, die produziert ist, gleich verkaufen, weil wir haben 12:56 Uhr. Das heißt, es müsste gleich noch ein bisschen Geld reinkommen. So, wie weit ist er eigentlich mit der Mission hier? 55%. Düngen. Oh, Feld 3 düngen. Das nehmen wir an. Oh, das ist gut. Düngen. Und ich habe gerade den Düngestreuer verkauft. Das ist doch Verarschung, oder Leute? Och nö, ich habe gerade eben den Düngestreuer verkauft. Ich kriege doch so die Krise. Aber wir wollen ja eh den größeren kaufen. Also, vielleicht reicht das jetzt gleich. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 lass das reichen. Bitte. Oh, das wird wieder so eine 42,9. Das reicht nicht, ne? 45. Ihr wollt mich veräppeln. Ihr wollt mich veräppeln. 2.100 €. Ich habe aber auch nichts, was wir für 2.100 € verkaufen können. Das ist das Problem. Wir haben nichts, was wir für 2.100 € verkaufen können. Aber 2.000 € fehlen nur. Oh, nö. Boah, das ist gerade ein bisschen frustrierend. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe keinen Bock, jetzt einen Kredit aufzunehmen. Ehrlich nicht. Ich meine, klar, wir könnten jetzt einmal 5.000 € aufnehmen und dann sagen, okay, das ist jetzt Übergang. Ich bin echt am Überlegen. Einmal 5.000 € leihen und dann gleich wieder zurückzahlen nach der Mission. Kommt, das machen wir jetzt auch. Wir leihen uns einmal 5.000 €. Einmalig. Kaufen uns den hier gleich, so wie er ist. Und dann ist gut. So, und die 5.000 geben wir aber auch sofort wieder zurück, wenn die Mission erledigt ist, ne? Also das garantiert. Das mal garantiert. So. Vielleicht kann der jetzt sogar mit dem Düngestreuer besser fahren. Dann machen wir jetzt erst die Düngemission. Also ausnahmsweise, aber nur ausnahmsweise. Das wird der einzige Kredit sein. 5.000 € den ich hier aufnehme. Und danach nie wieder. Versprochen. Aber wir brauchen, das mit dem Bredal, das war ja auch blöd, ne? Da war ich echt dabbisch. Aber ich denke, so macht das schon Sinn. Wenn wir jetzt die Düngemission drin haben, dann ist das ja schon gleich wieder erledigt, das Thema. Deswegen, wir machen jetzt erst die Düngermission. Und dann ist gut. Dann können wir den Kredit zurückzahlen und dann ist das relativ zügig erledigt. So, hier haben wir ja alles gedüngt. Da, oh, Helfer A, die Arbeit, er beendet. Der kriegt das mit dem Feld da oben beim Pflügen nicht hin. Das ist ganz schlecht. Ganz schlecht ist das. Gucken wir uns gleich an. Aber ich denke, ihr könnt das mir verzeihen, dass ich jetzt wegen den 2.000 €, also bitte ein einziges Mal habe ich jetzt dann den aufgenommen. Wir gucken mal gerade, was mit dem da eigentlich schon wieder los ist. Der jedes Mal immer dasselbe. Ein Zentimeter weiter vor und dann ist gut. Warum nicht gleich so? Mann, Trödel. So, dann holen wir uns jetzt mal hier den restlichen Dünger rein. Das sieht man gar nicht da drin. Cool. Also hat also auch einen größeren Tank jetzt, ne? So, wir müssen rüber zur 3.
Also so gesehen eigentlich sogar noch, ach so, drei, ja gut. Eigentlich sogar noch gut, dass wir den Kleinen hier jetzt noch haben. Ah, Mann. Aber wie gesagt, einmal 5000 Euro ist, glaube ich, okay. Damit können wir umgehen. So, der hat jetzt natürlich nicht die ganz so große Arbeitsbreite, aber ist nicht schlimm. Dauert es halt eine Sekunde länger, aber dafür können wir auch gleich kalken. Ne? Das ist schon sinnvoller. Das ist schon viel, viel sinnvoller. So, jetzt können wir nämlich gleich mit zwei Missionen arbeiten und die Düngemission bringt uns schon 6.600. Das heißt, wir werden danach auch sofort den Kredit wieder zurückbezahlen, damit wir sagen können, okay, Thema erledigt. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zum Pflügen, aber ihr merkt ja selbst schon, das dauert ziemlich lange. Ne? Ja, das ist blöd. Das ist echt blöd. Es dauert extrem lange, das Pflügen. Ne? Wenn wir überlegen, wir sind jetzt gerade mal bei 62%. Feld 8 ist relativ okay. Feld 7, ist das kleiner oder größer? Ja, das ist sogar ein bisschen kleiner. Könnten wir auch noch schnell pflügen, ja. So, hier mit den Steinen geht es langsam so ein bisschen voran. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Jetzt hoffe ich nur, dass hier der Dünger noch reicht, um das Feld komplett fertig zu machen. Hoffe ich jedenfalls inständig. Aber das sieht von den Spuren her ganz gut aus. Ja, ich denke, das müsste reichen. Ich denke, das sollte ausreichen. Es ist zwar ein großes Feld, aber ich glaube, das geht. Gut, der ist soweit am Arbeiten. Der hier kommt auch so langsam voran. Ich meine, wir könnten das jetzt natürlich noch einen Ticken beschleunigen, klar, aber wir müssen mit dem Weizen sowieso dann ewig warten. Ich wollte halt das mit den Steinen mal einfach so mitnehmen, weil ich denke, das gehört sich einfach auch, dass das Feld sehr gut vorbereitet ist. Und mal gucken, also bei 1000 Liter Stein müssen wir einfach mal gucken, wie weit wir dann da kommen. So, und der Freund hier kommt auch so langsam voran. Ich hoffe, dass er diesmal auch dann gleich wieder durcharbeitet und nicht wieder stehen bleibt. Aber es geht langsam voran. Ja, das sieht diesmal besser aus. Gut. Was jetzt natürlich noch eine Überlegung wäre, wenn wir... Mama, Striegel ist doch dasselbe wie Krubbern. Nee, Striegel ist ja Unkraut. Quatsch, das ist, was ich ja meinte, war, glaube ich, Scheibenegge oder sowas. Entschuldigung, mein Fehler. Tiefenlockerer, Kreiselecken, Grubber. Aber dafür jetzt extra einen Grubber kaufen für ein paar Missionen ist blöd. Tiefenlockerer zählt ja auch als Pflügen. Aber die brauchen halt richtig Leistung, ne? Alternative zum Pflug. Aber der hat 1,5 Meter, ne? Der ist ja ewig beschäftigt und braucht 65 PS und das ist, ja. Nee, die brauchen auch alle so viel. Also bei Pflügen haben wir jetzt den nicht ganz so klein. Ich glaube, den hier haben wir. 2,5 mit 1,2 Meter ist natürlich ein Witz, ne? Aber wenn wir dann hier auf so einen großen gehen, gucken wir, was wir an PS brauchen. Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. So, das sieht gut aus. Das sieht auch ganz okay aus. Ich denke, wenn alles klappt, können wir vielleicht dann auch dann bald mit der Einsaat beginnen. Also wäre vielleicht ganz vorteilhaft, weil ich glaube, ab Oktober geht es dann schon nicht mehr, ne? Doch, Oktober könnten wir auch noch zur Not ansehen. Okay, aber ich will natürlich gucken, dass wir das hier bald fertig haben. Aber ich denke mal, in der nächsten Folge müssten wir das grob soweit durchbekommen, ne? Also wir haben viel Chaos. Heute, wie gesagt, ausnahmsweise einmal einen Kredit. Den werden wir aber in der nächsten Folge gleich zurückzählen, ja, zahlen. Und dann verspreche ich euch, werden wir keinen weiteren Kredit mehr aufnehmen. Aber die 2.100 Euro, ja, also bitte, kommt. Das denke ich mal, kann man verkraften. Einmal, ne? Also in dem Sinn sage ich für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Ich gehe wieder hier in die Pause. Ich denke, ich werde dann noch eine Folge aufnehmen und sage dann bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.